schaut es ein weiteres Kurzwissen, Mampfbares im Herbst und Winter. Da geht es jetzt dann um die Hagebutten. Und wo das da ist, zugesagt, habe ich schon mal erzählt, Greening-Verordnung von der EU, die was vorsieht, dass gewisse Flächen wieder ökologisch nutzbar sind. Und auch solche Hecken werden jetzt verstärkt wieder angelegt, weil das erfüllt eben die Vorgaben von der Greening-Verordnung. Ein Bauer, der was ein bisschen was von seinem Land mit solchen Hecken setzt, der kriegt praktisch dieses Quadratmeter gut geschrieben für das, was er erfüllen muss an ökologischen Vorrangflächen. Für uns ist es halt problematisch, weil wo ein Zaun ist, da darf man halt auch nicht rein. Also auch wenn es schwierig ist, weil das schaut ja super toll aus und bitte euch, dass das respektiert, auch wenn es eine Übung ist. Also ich kenne das von mir, da möchte man, aber wo ein Zaun ist, geht halt nicht. Macht aber nichts, weil ganz oft, wenn man da an einen Stickel geht, ist es so, dass die Rosen, das was wir eben da jetzt haben wollen für Mampfen im Herbst und Winter, über den Zaun drüber wachsen, und da traue ich mich jetzt das auch verwenden. Ich traue mich nicht nur, ich traue mich auch. Und gleich dazu gesagt, Rosen gibt es ja unglaublich viele. Alle bilden Hagebutten aus Früchte aus. Die können aber sehr unterschiedlich in Gestalt sein. Es gibt von Wildrosen ganz kleine Hagebutten, die was kleiner sind wie habe ich da gar nicht. Wirklich klein, das zahlt sich dann fast nicht aus zum Ernten, weil da einfach nur Kerne drinnen sind. Aber es gibt dann auch solche Prachtexemplare, und da zahlt sich das schon sehr wohl aus. Hagebutten, die Deutschen kennen das wahrscheinlich, man kann das auch kaufen als Marmelade. Ich glaube, das heißt in Deutschland Hipfenmarmelade. Bei uns in Österreich sagt man Hagebuttenmarmelade. Und wenn ihr so einen Strauch gefunden habt, wird es in der Regel, jetzt ist Ende Oktober, Anfang November, zwei verschiedene Konsistenzen vorfinden. Nämlich einmal so hart wie das, was ich da habe. Und dann gibt es aber auch schon relativ weiche. Das spürt man oft erst beim Brocken. Das zum Beispiel ist so eine. Ja, das ist so ein weiches Ding. Bei den Weichen, da wo das Schwarze ist, da war praktisch die Blüte, und da wo es angemacht worden ist, ist durchs Abreißen eine Öffnung entstanden. Ist das jetzt scharf irgendwie? Ja, schauen wir mal. Wenn man da jetzt nämlich zusammendrückt, dann quetscht es da richtig das Mousse raus. Kann man dann einfach wegschlecken und man hat praktisch die Hipfenmarmelade im Mund. Das Einzige, was einem passieren kann, wenn das Ganze schon wirklich länger am Strauch ist, dass das schon ein bisschen gärig geworden ist, ist aber dann eigentlich nicht giftig, schmeckt dann einfach nur komisch. Also die Weichen praktisch ausdrucken und dann aussuzeln. Und wenn man so eine Feste erwischt und man ist unterwegs, entweder mit einem Messer halbieren oder, so wie ich das jetzt gemacht habe, einfach in der Mitte ausbeißen, die Kerne rauskratzen mit dem Fingernagel, ich meine, das geht jetzt halt mit einer Hand, ist das immer schwieriger, wie wenn man zwei Hände zur Verfügung hat, aber eben raus mit den Kerne, und dann kann man das Ganze einfach lecker so essen, wie es ist. Und so hat man beim Wandern eine super Zwischenmahlzeit, beziehungsweise wenn man da ja die Musse hat und ein bisschen was sammelt, kann man sich dann daheim am Abend schön hinsitzen, kann das halbieren, die Kerne raus und dann trocknen für einen Tee. Oder wenn man ganz viel gesammelt hat, sogar Marmelade draus machen. Aber mir geht es jetzt praktisch ums Mampfen beim Spazierengehen. Ich werde mir da noch ein paar ausquetschen und die Hipfenmarmelade rauszuzeln und dann ein paar trockene mitnehmen zum Jausner. Und euch wünsche viel Spaß beim Entdecken und beim Ausprobieren.